Hallo und herzlich willkommen zu Blattmanns 7 mit 7 ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat Mai. Seit 1920 sorgen die Göttinger Händel-Festspiele für die Wiederbelebung der Opern Händels. Mit der deutschen Erstaufführung seiner Oper Siroe sorgte man im vergangenen Jahr für eine kleine Sensation. Denn im Rahmen der Renaissance seiner Opern hatte man das Stück sowohl auf der Bühne als auch auf Tonträger recht stiefmütterlich behandelt. Dabei besitzt Siroe jede Menge herrlicher Musik, die Händel einst für die Gesangsstars Cuzzoni, Bordoni und Senesino geschrieben hat. Die Aufnahme bei Akzent ist der Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit der Festspiele mit dem Label, die uns sicherlich noch weitere, gleichermaßen hocherfreuliche Produktionen bescheren wird. Nur wenigen Komponisten im 20. Jahrhundert gelang ein so überzeugender sinfonischer Erstling wie dem Engländer William Walton. Mit seiner ersten Sinfonie landete er einen wahren Volltreffer und eigentlich müsste das Werk hierzulande genauso populär sein wie die ersten Sinfonien von Prokofjew und Schostakowitsch. Das ist leider nicht der Fall, denn die Popularität des Werkes beschränkt sich immer noch fast ausschließlich auf die angelsächsischen Länder. Von hier kommt auch die gelungene Neueinspielung auf Chandes mit dem BBC Symphony Orchestra unter Edward Gardner. Jedem, der sich für eine gemäßigte klassische Moderne interessiert, sei diese äußerst gelungene Einspielung wärmstens ans Herz gelegt. Hier stelle ich Ihnen eine Aufnahme vor, die kein gewöhnlicher Mitschnitt eines Konzerts ist, sondern ein echtes musikhistorisches Tondokument. Zu hören ist das erste öffentliche Konzert von Philipp Glass am 19. Mai 1968 in New York, als der Komponist erstmals dem Publikum seine neue, damals revolutionäre Tonsprache vorstellte. Nichts weniger als eine Inkunabel der Minimal Music also. Die Qualität der Aufnahme bei Orange Mountain Music ist dabei so gut, dass es nicht nur ein Tondokument für Musikwissenschaftler ist, sondern ein absolutes Muss für jeden Minimal Music Interessierten. Für die große Glass-Fangemeinde sowieso. Thank you.
Auf seinem eigenen Label hat uns Philipp Herrwege bereits einige herausragende Aufnahmen populärer Repertoirewerke beschert. Jetzt fügt er der Schar gelungener Aufnahmen noch eine weitere hinzu. Joseph Haydns Oratorium Die Jahreszeiten. Die Aufnahme ist übrigens auch der Start eines Haydn-Zyklus, bei dem noch die Schöpfung und einige Messen Haydns folgen werden. Ohne Zweifel wird hier ein Haydn-Zyklus der Extraklasse entstehen. Bleiben wir bei der Familie Haydn. Es ist nicht immer leicht, der kleine Bruder zu sein. Auch Michael Haydn konnte davon sicherlich ein Lied singen. Trotzdem gelingt es ihm in seiner Eigenschaft als Hofkomponist der Fürsterzbischöfe in Salzburg, ein beachtliches Renommee zu erarbeiten. Seine geistlichen Werke waren bis ins 19. Jahrhundert im süddeutschen Raum extrem weit verbreitet. Trotzdem ist seine Musik bislang eine echte Renaissance verwehrt geblieben. Wie schade das ist, lässt einem die Aufnahme des Oratoriums Der Kampf der Buße und Bekehrung erahnen. Michael Haydn erweist sich hier als interessanter und inspirierter Komponist, der mit der Klangsprache der Wiener Klassik eine ganz individuelle Ausdrucksweise entwickelt hat. Einmal mehr bereichert Carus hier das Repertoire des klassischen Oratoriums mit hörenswerter Musik. Mozarts Trias, seiner letzten Symphonien, gehört zu den symphonischen Gipfelwerken der gesamten klassischen Musik. Insofern ist es sinnvoll, wenn man gleich mehrere Aufnahmen von ihm besitzt. Das gilt im gewissen Sinn auch für Interpreten. Und so ist die erneute Einspielung der drei Werke durch Franz Brücken und sein Orchester eine willkommene Bereicherung der Diskografie. Die neue Einspielung des Altmeisters auf Klossa ist jedenfalls eine gelungene Mischung aus der Abgeklärtheit des Alters und einer scheinbar ewig jungen, hochinspirierten Musikalität. Thank you.
Das britische Vokalistenensemble Voces 8 hat sich innerhalb kürzester Zeit einen wohlklingenden Namen als virtuoses Solistenensemble gemacht. Auf ihrer jüngsten CD für Signum Classics stellen die Sänger ihre Kunst in den Dienst des englischen Barockkomponisten Henry Purcell. Die Auswahl bietet dabei einen Überblick über die ganze Vielfalt des Vokalschaffens des großen Orpheus Britannicus, ohne die Musik künstlich aufzupeppen. Das hat sie nämlich dank ihrer überragenden Qualität auch überhaupt nicht nötig. So, das war's. Blattmann 7 für den Monat Mai. Wir sehen uns im Juni wieder, wenn Sie mögen.